Hallo, ihr Wundervollen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute wieder zu einer Wochenbotschaft. Wir schauen gemeinsam in die Karten, was die kommende Woche so mit sich bringt. Sozusagen ein energetischer Wetterbericht. Ja, wir gucken mal, wie die Energien so stehen, was hier so am wahrscheinlichsten in dein Leben treffen oder treten wird. Ja, was so alles ansteht. Wir gucken einfach mal und wir gucken uns als allererstes mal die Hauptenergie an. Ja, was ist die Hauptenergie von der kommenden Woche hier fürs Kollektiv? Was ist die Hauptenergie? So, bevor ich die jetzt umdrehe, einmal ganz kurzer Disclaimer, ist natürlich eine allgemeine Legung. Das heißt, vielleicht trifft nicht alles so 100% auf dich zu, aber hier ist irgendwas enthalten, was du hören sollst, sonst wärst du nicht hier. Ja, so funktioniert das einfach. Irgendwas hat dich hier hingezogen, deine Seele hat gesagt, hey, guck mal rein, hier ist was für dich. Also, einfach das Herz öffnen und alles mal auf dich wirken lassen und ganz vorurteilsfrei einfach mal hier reinschauen und dein Herz sprechen lassen, was hiervon für dich bestimmt ist. So, was haben wir als Hauptenergie? Acht der Schwerter. Okay, grundsätzlich so eine Karte, die eine erdrückende Energie hat, ja, weil die Acht der Schwerter zeigt immer eine Situation an, wo wir uns eingesperrt fühlen, wo wir uns handlungsunfähig fühlen, aber wichtig, das entspricht gar nicht der Wahrheit. Wir glauben, wir können nicht handeln in einer Situation. Wir glauben, uns sind die Hände gebunden. Wir glauben, wir können es nicht schaffen. Wir glauben, irgendwie können wir uns nicht das und das erlauben. Aber das ist nicht wahr, denn guck mal, der Käfig ist offen. Das heißt, hier gibt es gerade etwas, wo du glaubst, ach, das ist nicht möglich für mich. Ach, ich kann nicht. Ach, mir sind die Hände gebunden. Aber in Wahrheit könntest du dich selber hier befreien und in die Freiheit gehen. Und das ist der schöne Aspekt dieser Karte, dass es kein Gefängnis ist, was zugesperrt ist. Ganz im Gegenteil. Ja, ganz im Gegenteil. Wir können einen Weg finden hier raus. Und hier gibt es in einer Sache einen Weg, auf den du jetzt aufmerksam gemacht wirst durch diese Legung. Ja, so, so wertvoll, oder? Hier wirst du gerade aufmerksam gemacht durch diese Legung. Guck mal nach oben und schau dich mal um. Irgendwo ist der Ausweg. Der Ausweg ist schon da. Du glaubst nur, dass er nicht da ist. Ja? Wir schauen natürlich jetzt auch gleich nochmal näher rein, aber das ist schon mal so eine Energie in dieser Woche. Und dass sich die Woche vielleicht energetisch einfach so anfühlt, als wären dir die Hände gebunden. Aber in Wahrheit sind sie dir nicht gebunden. Und das ist ganz, ganz wichtig zu unterscheiden, ja. Dass manchmal Energien sich zwar so anfühlen können, aber nichts damit zu tun haben, ob wir jetzt im Hier und Jetzt handlungsunfähig sind. Okay, was haben wir hier noch? Einmal bitte hier mit dem Mondorakel. Was haben wir hier für eine Energie? Handle inspiriert. Also, hier geht es definitiv darum, dass du kreativ wirst, was einen möglichen Ausweg anbelangt. Dass du hier wirklich dich inspirieren lässt von anderen, wie die einen Ausweg gefunden haben aus einer Situation, aber auch vom Göttlichen, also dass du wirklich durch Meditation Inspirationen empfängst, Signale siehst, dass du wirklich auf die Details auch achtest, denn das tut die Jungfrau und alles im Leben kommuniziert mit dir. Und hier könnte es sein, dass dir durch kleine Details, vielleicht auch durch andere Menschen, Wege aufgezeigt werden, wie du gerade jetzt hier in die Freiheit fliegen kannst sozusagen oder auch der Lösung entgegenfliegen kannst, die du dir für dich wünschst in einer Sache. Was sagt das schamanische Orakel noch? Also das ist jetzt erstmal so ein grober Überblick. Ihr kennt das ja und gleich gehen wir noch im Detail rein in die Woche. Die Verbundenheit, das juwelenbesetzte Netz. Das ist ganz, ganz spannend, denn hier geht es wirklich darum, dass alles miteinander verbunden ist und dass du Lösungen überall finden kannst, weil alles mit dir verbunden ist. Das heißt, du kannst hier Lösungen finden bei anderen Menschen, die dich inspirieren. Du kannst Möglichkeiten sehen in der Natur. Plötzlich sagt dir ein Baum, du siehst irgendwie, wie der Baum weht, wie er die Blätter verliert, was auch immer. Und es ist eine Botschaft hier für dich, denn alles ist verbunden. Wir haben hier auch die 32, die sich runterbricht auf den Hierophanten, auf die 5. Und das ist genau diese Quellverbindung zu etwas Höherem. Und du bist in jedem Moment damit verbunden. In jedem Moment bist du verbunden mit etwas, was dir in jedem einzelnen Moment die Lösung sagt, wenn du bereit bist, sie zu empfangen. Und du darfst jetzt einfach bereit sein, in dem Moment, wo du erkennst, hey, es gibt hier einen Ausweg und ich öffne mich mal für die Möglichkeiten und ich lasse mich mal inspirieren vom Leben, von anderen Menschen, von
Dingen, die ich irgendwo lese, von Büchern, von so einer Legung hier. Ja? Also bleibe sehr, sehr offen, ist hier so die Hauptbotschaft. Bleibe offen. Öffne dich für Lösungen, öffne dich für Wege, öffne dich für das Neue, öffne dich für die Freiheit, für das freie Gefühl. Darum geht es hier in der kommenden Woche grundsätzlich mal. Okay, jetzt schauen wir rein. Welche drei Situationen haben wir denn hier fürs Kollektiv, für die kommende Woche? Und einmal bitte Situation Nummer, und da ist es schon, eins. Situation Nummer eins. Wow, okay, das ist so spannend, denn wir hatten die Königin der Münzen in der Botschaft der geistigen Welt am Donnerstag. Und das zeigt, dass das Thema hier gerade einfach sehr, sehr präsent ist. Und wir haben hier einmal die Königin der Münzen und einmal die Königin der Kelche. Zwei Impulse, die mir hier kommen. Zum einen kann es hier eine wunderschöne Begegnung in dieser Woche sein mit einer guten Freundin. Ich sehe dich hier in der Königin der Münzen aufgrund der Legung am Donnerstag, sehe ich dich in der Königin der Münzen. Das heißt, du bist gerade wirklich dabei, dein Selbstwert richtig zu festigen. Du fühlst dich gerade wohl in deinem Leben. Du bist gerade in so einer sehr nährenden Energie. Du fühlst dich sehr genährt. Du fühlst dich gut mit dir selber. Und die Königin der Kelche ist hier tendenziell eine Freundin, eine weibliche Gegenspielerin, ein Gegenüber, die sehr emotional ist, vielleicht auch emotionale Themen gerade hat, sich dir anvertraut, weil du so einen stabilen Eindruck machst, weil du so sicher, so selbstbewusst gerade bist, weil du gerade so in deiner Mitte bist. So könnte es hier wirklich sein, dass du jemanden mit Rat und Tat zur Seite stehen kannst, jemandem dein Ohr leihen kannst und jemandem das Gefühl von Stabilität und Sicherheit vermittelst, auch wenn du als Coach, Mentor, Heiler arbeitest. Dann habe ich hier tendenziell eine Kundenverbindung, jemand vielleicht sogar, der zu dir ins Coaching kommt und in dir so oder in deine Hände so ein Vertrauen legt und dir wirklich vertraut, dir vertraut mit dem, was du ausstrahlst und vertraut, dass du ihn führen kannst oder sie führen kannst. Ja? Also hier haben wir ganz viel dieses Thema. Was ich hier aber auch habe, ist, dass du gerade dabei bist, in dir die ruhige, geerdete Seite und die Seite, die auch auf materiellen Wohlstand achtet und auf Stabilität und Sicherheit achtet, zusammenbringst, gerade und in Balance bringst mit deiner verspielten, emotionalen Seite. Und du guckst gerade, wie du das vereinen kannst, vor allem auch hier für viele im Business. Wie kannst du deine emotionale Seite mit Business, mit deinem Beruf vereinen? Wie kannst du das nicht so abspalten voneinander, sondern eins werden lassen? Auch das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir hier liegen haben. Aber wir gucken jetzt mit den Lennys nochmal näher rein. Bitte einmal hier klärende Botschaften mit den Lennys. Okay, das ist spannend. Hier geht es nämlich definitiv um eine Entwicklung, um eine glückliche Entwicklung. Das heißt, eine glückliche Entwicklung mit einem Kunden, mit einer Kundin. Eine glückliche Entwicklung in einer Freundschaft, wo du wirklich das Gefühl hast, ich bin für diesen Menschen wirklich ein Glücksgriff. Ich bin für diesen Menschen wirklich so ein Glücksanker, wo du auch einfach das Gefühl hast, dass ich diese Beziehung wunderschön weiterentwickelt, glücklich weiterentwickelt. Ich habe hier aber auch mit einer Freundin einen Ausflug liegen, eine Reise liegen. Vielleicht planst du mit einer Freundin eine Reise, mit einer Kollegin. Sowas habe ich hier auch tatsächlich liegen. Vielleicht planst du gerade eine Reise zu einer Freundin, die etwas entfernt wohnt. Wenn nicht, könnte das hier eine Anregung sein, dass das ganz, ganz gut tun würde, auch um mal so ein bisschen aus diesem Trott rauszukommen. Ja, dich mit jemandem zu verbinden, Verbundenheit hier, mit jemandem zu verbinden, dem du emotional sehr zugeneigt bist. Und hier habe ich tatsächlich eben Freundschaften ganz stark liegen, Kolleginnen, auch Mutterfiguren, auch eine Mutter könnte es natürlich sein. All das und das haben wir hier liegen für die nächste Woche. Okay, sehr, sehr spannend. Okay, wow. Aber auch, dass du selber, ja, dich da ganz glücklich entwickelst, auch das, glücklich entwickelst, dich transformierst, dich veränderst, eine innere Reise machst, diese beiden Pole für dich zusammenzubringen. Okay, was haben wir hier noch liegen? Was haben wir hier noch für die kommende Woche für eine Situation hier? Den König der Münzen, das finde ich jetzt natürlich sehr, sehr spannend, weil wir haben hier die Königin der Münzen und hier erscheint uns der König der Münzen. Oh, okay, und die Fünf der Münzen. Das heißt, wir haben hier mit dem König der Münzen eine Situation mit jemandem liegen. Das kann ein Chef sein, das kann ein Vater sein. Ja, gerade wenn du vielleicht
Ja, es könnte durchaus ein Vater sein, eine Vaterfigur, ein Chef, ein Arbeitskollege oder natürlich jemand, dein Gegenüber in der romantischen Natur, dein Partner to be, ja, jemand, den du gerade kennenlernst. Und was ich hier habe, ist eine Vernachlässigung. Ich habe hier die Energie von Vernachlässigung, von sich vernachlässigt fühlen. Und es kann jetzt natürlich sein, dass sich der König der Münzen vernachlässigt fühlt, dass der sich zurückgewiesen fühlt, dass der sich gerade von dir nicht beachtet fühlt. Es kann natürlich auch umgekehrt sein. Wir sind ja hier in einer allgemeinen Legung, ja. Es kann natürlich auch umgekehrt sein, so dass du dich vernachlässigt fühlst vom König der Münzen. Aber guck mal, ich habe dich hier, dass du deinen Blick abgewendet hast vom König der Münzen, dass du aufgrund irgendeiner Sache dich abgewendet hast mit deiner Energie. Du bist nicht weggelaufen, aber du hast gesagt, nee, irgendwann hat dieser Mensch dich vielleicht vernachlässigt und jetzt hast du keine Lust mehr, da Zeit und Energie hinein zu investieren. Und was ich hier habe, ist, dass es gefühlt jetzt der König der Münzen bemerkt. Jetzt hält er Ausschau nach dir. Wo ist sie? Das war doch immer eine verlässliche Nummer mit ihr. Der hält Ausschau. Auch wenn ihr in einer Beziehung seid, kann es sein, dass du dich emotional einfach zurückgezogen hast oder nicht mehr so greifbar bist und jetzt plötzlich dieser Mensch nach dir Ausschau hält, obwohl du quasi ihr Mund zusammen, aber es kann trotzdem sein, dass er guckt, hey, warum, wo ist die? Warum ist die nicht mehr so verlässlich oder nicht mehr so da mit ihrer Energie? Also das ist definitiv, was ich hier sehe. Und auch hier könnte es etwas auch hier wieder mit dem Thema Verbundenheit zu tun haben, dass eine Verbindung so ein bisschen abgekühlt ist und auch sich jemand im Gefängnis sitzend fühlt, ja, so zurückgewiesen, so handlungsunfähig, kann nichts tun, dieser Mensch beachtet mich nicht mehr. Sowas habe ich hier. Wir schauen jetzt mit den Dannys natürlich rein, um hier diese Situation zu klären. Was haben wir hier? Ja, hier haben wir das Zuhause. Also hier geht es definitiv um Stabilität, Sicherheit, um das Zuhause und das Häusliche. Also hier haben wir schon das Thema Partnerschaft tendenziell liegen oder eben auch Vaterthemen. Und mit dem Fuchs, ja, da haben wir genau das. Jemand, und hier sehe ich dich tatsächlich in der Rolle, du hast dich etwas aus dem Staub gemacht und du hast es auch nicht groß angekündigt. Du hast einfach deine Energie dort abgezogen, du hast deinen Blick abgewendet, du hast dich so ein bisschen weggeschlichen und du hattest da auch nicht groß Lust auf ewige Diskussionen. Tatsächlich habe ich hier auch sowas, dass du dich irgendwann von deinem Vater, von deinem Bruder oder eben deinem Gegenüber oder deinem Chef so ein bisschen hintergangen gefühlt hast. Da war irgendetwas, wo dich jemand hintergangen hat, nicht ehrlich war und jetzt wendest du dich eben gerade ab, ja? Und auf irgendeiner Ebene, ich möchte mal kurz auf die Rückseite schauen. Ja, genau. Du hast dich abgewendet und es geht dir gut damit und jetzt geht es aber dem anderen Menschen damit nicht gut. Und da könnte es wirklich sein, dass etwas kommt vom König der Münzen, dass dieser Mensch plötzlich anfängt, in irgendeiner Form wieder in dein Leben reinzuschneiden, in irgendeiner Form dich zu beobachten, in irgendeiner Form gerne mit dir sprechen möchte, ja, in irgendeiner Form auf dich zugehen möchte, weil dieser Mensch gerade sehr irritiert ist, ja. Und hier ist ganz wichtig, dass du einfach guckst, ja, und dich mit der geistigen Welt verbindest, mit der höheren Macht verbindest und einfach schaust, was ist hier etwas, wie du hier handeln möchtest? Was inspiriert dich? Wie möchtest du hier handeln in dieser Situation, wenn dieser Mensch kommt? So, wir schauen uns eine dritte Sache an. Wir schauen uns eine dritte Situation an. Da haben wir schon das Thema Intuition auch. Ja, genau das, was ich so ein bisschen gerade angesprochen habe, das Thema Intuition. Ui, okay, ja, das ist auch spannend. Also wir haben hier definitiv für manche das Thema Umzug. Umzug in eine neue Stadt, Umzug an einen neuen Ort, Umzug entscheiden oder wirklich jetzt umzuziehen. Das ist definitiv ein Thema, was ich hier habe, auch Jobwechsel. Ich habe hier so eine Energie von, es geht in was Neues, in irgendeiner Angelegenheit geht es hier in was Neues, weil du vielleicht das auch als Lösung siehst, um hier aus etwas rauszukommen, was für dich nicht mehr stimmig ist. Etwas, was für dich sich eng anfühlt. Das habe ich hier auch als Thema. Irgendetwas fühlt sich eng an und es geht jetzt genau darum, an einem neuen Ort dich zu ankern. Und das kann jetzt ein neuer Ort sein, wirklich, dass du umziehst, deinen Arbeitsplatz wechselst, aber auch auf eine neue Art und Weise die Dinge machst.
auch das Thema eine Beziehung hinter dir lassen. Ja, auch das könnte hier wirklich eine Rolle spielen, weil du jetzt so gefestigt in dir bist, was wir hier gesehen haben, dass es jetzt auch darum geht. Mit der Sechs der Schwerter haben wir auch so ein bisschen das Thema, dir Unterstützung zu holen auf irgendeinem neuen Abschnitt. Unterstützung durch einen Coach, durch einen Mentor. Wir haben auch hier das Thema gehabt mit dem Hierophanten, der hier drunter liegt. Als Energie haben wir die Energie von Coaching, von Mentoring, von einer Führungsperson, geführt werden, sich führen lassen. Also hier könnte es auch darum gehen, dir jetzt Hilfe und Unterstützung in einer bestimmten Angelegenheit zu holen, die damit zu tun hat, deiner Intuition zu folgen, in was Neues hineinzugehen, in etwas Unbekanntes hineinzugehen, etwas Neues zu tun. Auch Unterstützung bei Umzügen, Unterstützung beim Jobwechsel. Also du musst da nicht alleine durch, ja, das ist ganz wichtig. Hier geht es in dieser Woche so viel ums Thema Verbundenheit. Ums Thema Verbundenheit in Freundschaft, um das Thema eine alte Verbundenheit. Da möchte jemand wieder an eine Verbundenheit anknüpfen. Und hier auch um das Thema Verbundenheit, dass du dir Unterstützung holen darfst, ja. Und dass du dich inspirieren lassen darfst von anderen, weil du musst nicht alles schon kennen, wissen und so weiter. Du darfst dich inspirieren lassen von anderen. Und auch das kann eine Form der Unterstützung hier sein. Was haben wir hier für eine Lenny drauf liegen? Hui. Drei Stück. Dann nehmen wir drei Stück. Also was ich hier definitiv habe, ist der Storch, der Neues bringt, absolut wieder die Energie von Neuem, etwas Neues wird gebracht, etwas, ein Freund, also hier habe ich auch wieder, ein Freund hilft dir, in das Neue zu gehen, ein Freund hilft dir, dieses Neue zu bewerkstelligen, jemand, dem du vertraust, jemand, der vielleicht schon länger in deinem Feld ist und wo du einfach fühlst, ja, diese Person, die kann mich da wirklich begleiten auf diesem Weg. Aber es kann auch etwas sein innerhalb einer Sache, die du schon lange tust, ja, der du lange treu gewesen bist, dass es hier jetzt genau darum geht, aus dieser alten Sache rauszugehen und in etwas Neues hineinzugehen. Denn das Leben bringt dir gerade so ein bisschen frischen Wind hier. Frischen Wind. Und wenn du dir das erlaubst, bringt das Neue in sehr starker Lichtgeschwindigkeit, in sehr, sehr Schnelligkeit, bringt dir das Neue eine unfassbare Ernte ein. Das heißt, dein Mut, in was Neues zu gehen, wird hier belohnt. Und es kann bei einigen jetzt schon in der kommenden Woche sein, dass du dich entscheidest für was Neues, dass du dich entscheidest für den neuen Weg, entscheidest für Unterstützung, entscheidest für einen Jobwechsel, entscheidest für dein Business, entscheidest für ein Mentoring, ja, dass du diese Entscheidung triffst und sofort, unmittelbar, ein, zwei Tage später, kommen schon wunderbare Dinge in dein Leben. Denn es ist ganz oft so, durch eine Entscheidung gehen wir in ein neues energetisches Feld und dann kriegen wir neue Dinge. Und genau das ist, was ich hier sehe. Also du wirst belohnt. Du wirst belohnt und hier kommt ganz viel zurück zu dir. Was haben wir denn auf der Rückseite? Ach ja, genau, da haben wir die 9 der Kelche. Also hier haben wir definitiv das Thema Wunscherfüllung. Das Thema sich zufrieden fühlen. Und das ist, was ich so, wo ich den Eindruck habe. Du fühlst dich gut mit dir gerade. Du fühlst dich gut mit dir. Und du bist jetzt so stark in dir, dass du jetzt wirklich neue Ebenen beschreiten kannst. Vielleicht auch Verbindungen lösen kannst, endgültig oder standhaft bist. Vielleicht aber auch Verbindungen neu eingehen kannst hier. Ja. Ja. Das Ende einer schweren Phase haben wir hier auch definitiv. Du nimmst Abschied von etwas. Also du nimmst wirklich Abschied und du wirst belohnt für das, dass du in was Neues hineingehst, voller Vertrauen und voller Zuversicht und dass du hier deiner Inspiration folgst. Das ist nicht immer die Vernunft, ganz wichtig. Denn ich habe hier auch die Energie von etwas Neues zu machen, obwohl die Vernunft vielleicht was anderes sagt, aber die Inspiration, die Seele in dir, die sagt, let's go, der Käfig ist auf, da gibt es noch mehr. Du musst nicht in einer Beziehung bleiben, die sich eng für dich anfühlt zum Beispiel. Oder du kannst diese Beziehung neu erfinden. Du musst nicht an diesem Job bleiben, nur weil du ihn schon lange machst und da ganz treu warst. Du musst die Sachen nicht immer so machen wie bisher. Das ist so die Energie in dieser kommenden Woche. Und gefühlt, auch hier nochmal der Reminder, tut es dir sehr gut, dich mit einer liebevollen Person zu verabreden, dich zu treffen oder hier auch wirklich zu schauen, Kundenverbindungen können hier wirklich entstehen. Vertragsabschlüsse, Kundenverbindungen habe ich hier. Vertragsabschlüsse auch aufgrund hier dem Hierophanten, der Verbundenheit. Also hier
greift eins ins andere und hier geht es um neue Abschlüsse, um Verträge, um Buchungen auch von Kunden durchaus, für das du dich öffnen darfst. Ja? Und gewisse Verträge vielleicht auch, wo man einfach sagt, nein, gerade, die löse ich endgültig auf. Karmische Verträge auch, weil wir haben hier die Gerechtigkeit noch drunter liegen. Also karmische Verträge, die sich auflösen dürfen. Auch karmische Verträge, die sich jetzt einfach auflösen dürfen, die dich eng haben fühlen lassen, ja, weil du gehst in einen ganz neuen Abschnitt. Und das haben wir gesehen in der Botschaft der geistigen Welt am Donnerstag. Darauf möchte ich nochmal verweisen. Also guck dir unbedingt dieses Video auch nochmal auf meinem Kanal an, denn dann ergibt das Ganze hier so ein großes, ganzes Bild für dich, ja. Mega schön. Richtig spannend. Ich freue mich sehr, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt, den Kanal abonnierst und mir auch schreibst, wie es dir mit dieser Legung geht, worin du dich hier erkennst. Es freut mich immer enorm, wenn du mir das schreibst und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns zum nächsten Mal wiedersehen. In diesem Sinne, ganz viel Spaß in dieser Woche und bis bald, die Patti.